Ich erkläre euch jetzt kurz ein bisschen das Haus, zeige euch die schönsten Fleckerl vom Haus, die Besonderheiten des Glemmtaler Hofes. Da führe ich jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen herum. Also angefangen geht es schon mal von einem recht abstrakten Porträt vom Großvater. Dann geht es rauf, die ganze Deckengestaltung. Da sind immer wieder Elemente drinnen, die vom Wolf Wiesinger gemacht worden sind. Und dann haben wir zwei Künstlerinnen, die das Haus auch sehr geprägt haben. Das ist einmal die Janne Wollesen, ist eine gebürtige Dänin, und die Anita Grabherr, das ist eine Vorarlbergerin. Die Anita Grabherr macht auch nach wie vor noch bei uns zweimal jährlich einen Malkurs. Es ist eine recht abstrakte Kunst, die uns gefällt, die auch von uns gemalt wird, die Anita lehrt. In vielerlei Dingen spielt der Akt eine Rolle. Also der Mensch an sich in seiner ursprünglichsten Variante ist da auch ziemlich ausschlaggebend für die meisten Kunstwerke. Das ist der Nordtrakt und der Südtrakt. Der Nordtrakt ist komplett renoviert worden nach dem Brand 2011. Also der ist von unten bis oben komplett grundsaniert. Der Südtrakt ist im 91er Jahr zur Ski-WM damals gemacht worden und ist in den letzten Jahren von uns immer wieder renoviert worden und aufgefrischt worden, die Zimmer. Also wir sehen jetzt, wenn wir uns da jetzt das Panorama anschauen von unserer Dachterrasse aus, dann schauen wir da auf den Schottberg rauf. Der Schottberg ist unser höchster Skiberg. Da haben wir einen kleinen Fitnessraum herinnen, klein, aber fein. Also das Wichtigste ist da, unsere Gäste sind ja doch eher diejenigen, die ausgehen sind und mit Blick nach Saalbach, aber für die was halt gerne ein bisschen Cardio trainieren möchten, zusätzlich noch dazu gibt es Laufbandel, Crosstrainer und Radl und Hantelgewicht. Also wir sind jetzt bei uns im Wohlfühlhaus. Wohlfühlhaus deswegen, weil wir gesagt haben, das Wichtigste beim Thema Wellness ist, sich wohlzufühlen wie zu Hause. Und deswegen ist es bei uns mit relativ wenig Shishi verbunden. Wir haben drei Behandlungsräume. Das, was zum Luxus dazugehört, sage ich jetzt einmal. Und aber setzen doch eher dann darauf, unsere Gäste abzuholen, aufzufangen und ihnen einfach eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie sich richtig wohlfühlen können. Ja, und da haben wir jetzt noch die Aufgusssauna hier oben, die große, die finnische Sauna. Jetzt sind wir mitten im Bergsee sozusagen, hier oben auf der Relax-Empore, sage ich jetzt einmal, mit Blick nach unten und mit Blick nach außen. Das ist halt das was die Besonderheit unseres Wohlfühlhauses oder eine der Besonderheiten des Hotels ist. Wir haben ein Schwimmbad nicht im Keller oder sonst irgendwas, sondern wir haben das Schwimmbad im vierten Stock hier oben, was visionärisch damals schon von meinem Großvater so geplant worden ist, damit es statisch passt. Dann schauen wir uns das von unten einmal an. Ja. Und auch hier, wenn man wieder sieht, kommen wieder die Akte, springen wieder die Akte raus. Die sind jetzt von der Anita, von der Grabherr Anita. Aber egal, wo das Auge hinschaut bei uns im Haus, ich glaube, die Kunst ist immer präsent. Und das war uns halt auch ganz, ganz wichtig bei der ganzen Sache. Also das ist jetzt ein Doppelzimmer Superior Herzdame. Also die Herzdame-Zimmer sind hauptsächlich in Lerche ausgestattet. Das ist ja echt die Honeymoon-Suite mit der Badewanne und halt mit diesem riesengroßen runden Bett da hinten drinnen. Und da herum haben wir halt unseren Kindergarten noch einmal für die Kids als Playground. Im Winter haben wir da das Kindermädchen heroben, die halt auf die Kinder aufpasst, mit ihnen spielt, bastelt am Abend. Da sind wir jetzt im Krügerl, das ist unser Buffetraum für Frühstück, Abendessen, Dessertbuffet, Vorspeisenbuffet, Bauernbuffet, was uns halt so einfällt. Das Krügerl heißt deswegen Krügerl, weil wir hier eine ganz, ganz alte Krugsammlung versteckt haben da herinnen. Die zieht sich da jetzt so ganz um mich durch. Und da sind wir jetzt im zweiten Speisesaal. Und es sind nur unterschiedliche Speisenräume. Also es bekommen alle Gäste genau das gleiche zum Essen und alles. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Es sind nur die verschiedenen Speiseräume. Ja, da sind wir jetzt gerade mitten beim Herrichten. Und nachher gehen wir da nahtlos über in unser drittes Speisenstüberl. Das ist Zirmstüberl. Das ist so ein bisschen das Schmuckkastel vom Restaurant. Sehr traditionell eingerichtet.
aber trotzdem geradlinig, würde ich sagen. Also das ist jetzt keine überkitschige Zirbenstube, sondern doch eher was geradliniges, aber halt die echte Zirbe in Reinformat. Guten Morgen. Da sind wir jetzt wieder im Pfeifferl. Das Pfeifferl war mal ursprünglich genauso groß wie da her. Und dann ist der Wintergarten dazugekommen, der ist dann erweitert worden. Das Pfeifferl ist unser à la carte Bereich im Haus. Hier darf gespeist, gegessen, getrunken, gesoffen werden, wie es gerade so passt. Einfach nur zum Zusammensein. Also wir servieren nicht nur unseren Hotelgästen, sondern auch à la carte kochen wir aus. Zur Küche seht ihr dann eh gleich noch ein bisschen mehr. Und da herunten, deswegen heißt es auch Pfeifferl, also der Name kommt nicht von ungefähr. Es heißt Pfeifferl, weil da halt auch alte Pfeifen, also eine antike Pfeifensammlung darin versteckt ist, in diesen Vitrinen, die da rüber und rundherum hängen.